Yo Leute, was geht? Hier ist euer freaking Rap mit einem Video. Heute zeige ich euch einen neuen Pokémon Go Hack. Auf jeden Fall, der ist übertrieben ist geil. Ihr könnt nämlich von zu Hause aus spielen. Also ihr habt sozusagen ein GPS-Faker, wo ihr einfach im Pokémon Go mit einem Control-Stick rumlaufen könnt. Ihr könnt euch an bestimmten Locations spawnen. Das heißt, wenn da irgendwo mal die Events kommen, könnt ihr euch einfach zu den Events spawnen und einfach von zu Hause aus daran teilnehmen. Und ja, ist auf jeden Fall echt geil, weil ihr könnt euch beispielsweise in große Städte spawnen, wo richtig viele Lokmodule an sind und somit auch richtig viele Pokémon fahren. Und ja, da fangen wir am besten mal an. Also das allererste ist, geht in Safari und klickt dann auf unten auf den Link, den ich euch verlinkt habe. Und dann kommt ihr auf die Seite tutuapp.com. Dann sind da drei Buttons, die ihr anklicken könnt. Dann wählt ihr auf jeden Fall den mittleren aus und dann kommt noch ein größerer Button mit einem Apple-Logo. Da klickt ihr drauf und dann kommt die Meldung, ob ihr tutuapp.com installieren möchte. Da klickt ihr einfach auf Installieren drauf und wartet bis installiert. Wenn es dann kurz vorm Ende ist vom Installieren, dann geht ihr in den Einstellungen, geht auf Allgemein und geht auf Profile. Bei den Profilen wählt ihr dann die tutuapp aus und vertraut den Entwicklern. Wenn ihr das dann gemacht habt, dann werdet ihr bemerken, dass dann die Tutu-App schon geladen habt. Dann startet ihr einfach und bestätigt ihr einfach alle Meldungen. Und wenn ihr dann bei der Startseite seid von der App, werdet ihr sehen, dass ein Pokémon Go Logo ist. Da klickt ihr einfach drauf und klickt dann unten links auf den Button. Da sind ja drei Buttons, da drückt ihr einfach drauf. Und dann kommt wieder die Meldung, ob ihr Pokémon Go installieren möchtet. Da bestätigt ihr einfach alle Meldungen. Und ich habe es jetzt nicht gemacht, weil ich schon Pokémon Go habe, also mit dem Hack. Aber wenn dann auf Installieren drückt, dann müsst ihr wieder in Einstellungen gehen und müsst diesen Profil auch wieder bestätigen. Also von den Entwicklern einfach wieder bestätigen. Und dann könnt ihr auch die App starten. Und dann habt ihr eigentlich schon die ganzen Hacks. Dann meldet ihr euch einfach nur noch mit dem Google-Konto an oder wie ihr das gemacht habt. Und ja, das war's von mir. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like da. Und falls ihr neu auf diesem Kanal seid, würde es mich auf jeden Fall echt freuen, falls ihr diesen Kanal abonnieren könntet. Ansonsten, Leute, ich wünsche euch einen schönen Tag. Ich bin raus. Und ciao.